Diese Woche spielt Hertha BSC gegen den VfL Wolfsburg und die DB bringt 4000 Schüler zum Bundesfinale von Jugend trainiert für Olympia und Jugend trainiert für Paralympics nach Berlin, um in 13 Disziplinen ihre Gewinner zu ermitteln. Was liegt da näher, als einen der Stars von morgen gegen einen aktuellen Hertha-Profi antreten zu lassen? Und das sind heute meine Kontrahenten. Jungs, die Woche der Wahrheit. Ich bin für den Feinschliff zuständig. Heute gibt es Axels ganz spezieller 100-Meter-Lauf. Den Parcours habe ich euch erklärt. Seid ihr bereit? Auf geht's, ab zum Start. Auf die Plätze. Zurück. Verwarnung. Los! Komm, Nelson. Er bescheißt. Komm, Nelson. Und wieder umgekippt da. Nelson, bleib ruhig. Hey. Komm. 2, weiter. Gib Nelson hin. Jeder muss noch einen Treffer. Nelson, jawohl. Komm, lauf los, Junge. Jawohl. Nelson, er ist auch weiter. Er ist allein getroffen. Komm jetzt schon, komm. Ah, endlich. Oh, drehen. Weiter, komm, kämpfe. Nelson, ein Treffer noch, komm. Wenn er runter, zurück, wenn er runterfällt. Ja, Nelson drin, jawohl. Komm. Ja. The winner is... Okay, Ennis, du hast gewonnen, jawohl! Ennis, du hast Jugend trainiert für Olympia schon gewonnen. Gib dem Nelson noch mal einen Tipp, wie er auch Jugend trainiert für Olympia gewinnen kann. Wir hatten damals eine wirklich überdurchschnittliche Mannschaft, deswegen, also, ich glaube auch, dass ihr Favoriten seid. Gebt einfach euer Bestes, habt Spaß und macht Berlin stolz.